Nichts für ungut, aber euer Podcast über Spiele, Filme und das alltägliche Leben. Immer live auf Twitch und als Video on Demand auf unserem YouTube-Kanal. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nichts für ungut, aber heute reden wir über Drogen, Alkohol, andere Exzesse. Das war übrigens den René. Andere Exzesse? Ja. Wir mit dabei Fabian, Heino, Micha und Rauchen, Angelo. Ich habe Rauchen vorgeschlagen. Ja, da war, kann man, ja. Hast du nicht Alkohol vorgeschlagen bei? Die Zigarren, die unterschätzt. Auch mit Da sollte kein Lehrvideo werden. Aber ich meine, ihr habt eh mal drüber, letztes Jahr drüber gesprochen. Ne? Ja. Über Alkohol, wo wir auch mal einen machen wollten. Deswegen machen wir einfach jetzt. Ja, ja, eben. Ja, stimmt. Das war eine gute Idee, fand ich. Ja. Ne? Fang an. Willst du der Moderator jetzt hier sagen? Warum, ne? Bin ich dann immer kurz tauschen? Fangen wir mit dem Rauchen an, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Rauchen. Ja. Warum raucht man? Rauchen ist Schwachsinn. Wer von euch hat denn schon mal geraucht? Nein. Also probiert, nein, zumindest. Also ich habe mal aktiv geraucht. Also ja, ich habe auch mal aktiv geraucht, nein, gehabt. Ich auch. Probiert habe ich. Also für mich war das einfach, es war das Geld, weil die Zigaretten werden immer teurer. Mhm. Der Gestank alleine, ja, die Hand, wenn er so, ja, denke, boah, Alter. Oder meine Freundin, wenn die, ne, damals im Arm, sagt sie, boah, du stinkst, weil du alles, die ganzen Klamotten, je nachdem, was für einen Stoff du schon hast. Extrem teilweise. Ich glaube, bei Baumwolle ist das noch extremer. Du stinkst einfach. Boah, das ist ja echt heftig. Das ist einfach. In meiner alten Wohnung damals, auch mein Nachbar, der ist ja übelster Kettenraucher, übelst, wirklich. Der hat bei sich ein Fenster aufgibt gemacht. Ich konnte bei mir Fenster nicht aufmachen, also Schlafzimmerfenster. Ja, der kann, so kann ich von Nachbarn auch sprechen, echt? Gerade. Nur weil seine Vorhänge komplett vergilbt, der Fensterrahmen vergilbt, alles. Der hat die Bude im Flur mal aufgemacht. Ey, das stinkt wirklich nach altem Rauch. Ja, ich meine, so richtig. Das ist mega auch, weil, und der lebt immer noch. Das setzt sich überall, überall fest. Ja. Nikotin ist überall. Ja, und es gibt ja Leute, die behaupten, ne, dass zum Beispiel, weil du sagst, er lebt jetzt gerade noch, dass sich dieses, ich weiß nicht, ich glaube, das Teer, das setzt sich ja auf den Lungen ab, genau, und genau, bildet ja dann quasi so eine Schicht. Ja. Und dann gibt es so Leute, die dann wirklich behaupten, dass diese Schicht gut ist, weil dann würden schädliche Stoffe nicht gar mehr nicht in die Lunge können. So eine Theorie halt, total bescheuert. Deswegen wäre das besser. Ist aber Quatsch, weil der Teer beeinträchtigt ja auch das Blut, Sauerstoff aufzunehmen. Ja. Ne, und auch die Lungenfunktion. Allein. Also, es gehört nichts in die Lunge außer Sauerstoff. Und das Zeug ist relativ ausschädigt, dann komisch. Kannst du auch bitte vorführen? Kann ich gleich mal erzählen. Ja. Genau, kann ich mal auch ganz kurz was erzählen? Ich weiß jetzt nicht viel über die Dinger. Ich glaube, der Ich weiß alles. Ich weiß echt alles. Ich habe so viele Studien gelesen. Ein Freund von mir hat die Dinger auch geraucht. So, und da irgendwann hat er, nach einer gewissen Zeit, hat er ein Nervenleiden. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Also, er hat jetzt so einen schief stehenden Kiefer. Mhm. Ja, und macht dann auch immer, also er zuckt dann immer so. Mhm. Und keiner weiß genau, wo es herkommt. Es gibt natürlich eine Vermutung. Und das Ganze hat dann auf die Augen geschlagen. Und man sagt, dass er so in 5-6 Jahren wohl erblindet sein wird. Ach krass. Und jetzt kommt die Theorie dazu, weil er hat diese Dinge einmal geraucht, auch nachts beim Zocken und so. Und hat dann wohl zu viel Nikotin dann da reingemacht und sich das reingepfiffen über einen langen Zeitraum. Und dadurch wurden dann die Nerven geschädigt. Und deswegen jetzt das, was er jetzt hat. Und schon heftig. Ob es jetzt wirklich davon kommt, kann keiner sagen, aber die Vermutung. Du musst dazu sagen, ich dampfe ohne Nikotin, ne? Also 0 Milligramm. Okay. Ja, ja, du hast nicht diese anderen Inhaltsstoffe, die ganzen für den Geschmack dazu stehen, die sind, ob die so gesund sind für ist die. Das ist quasi wie so eine Wasserpfeife, ja, dann, ne? Mit nee, Geschmack. Ich kann es nur sagen. Raufst du auf Lunge oder einfach nur, also quasi nur backen, also. Im Mund. Das heißt Mouth to Lung, was du meinst. Ja, genau. Das ist, brauchst ein anderes Gerät für. Achso. Da hast du diese anderen, diese alt, wie die es früher auch gab, wo die auch nicht so starke Rauchentwicklung haben und so, die sind dafür gedacht für Leute, die so rauchen wollen, wie man eine Zigarette raucht. Also das ist quasi jetzt wie Weinprobe. Weil eine Zigarette rauchst du ja nicht so wie das. Eine Zigarette ziehst du ja nicht sofort in die Lunge. Kann ich rauchen. Ne? Also du ziehst ja eine Zigarette, dann schluckst du quasi den Rauch runter und dann pustest du ihn ja wieder aus, quasi. Genau. Das ist ne? Und hier ziehe ich ja quasi wie an einer Wasserpfeife. Ich ziehe ja und ich ziehe es direkt in die Lunge. Das ist ein anderes Zugverhalten als bei einer Zigarette mit diesem Gerät. Das ist Direct Lung. Es gibt Mouth to Lung und Direct Lung. Mouth to Lung ist so wie Zigarette, das ist Direct Lung. Ich ziehe es halt direkt in die Lunge. Ja. Ach da. Ne? So, und ich dampfe das ohne Nikotin. Jetzt, weil ja viele immer sagen, ich könnte es ja vorher jetzt schon reden, weil ich mich da auch immer drüber aufrege. Also die Leute sagen ja, also was ist die Leute? Die Tabaklobby und die Regierung sagen ja immer, dass das total unerforscht wäre und man gar nicht sagen könnte, was das für Spätfolgen haben würde und alles, was eigentlich völliger Bullshit ist, weil es schon seit über 10 Jahren Langzeitstudien dazu gibt, was das für Folgen hat, nämlich gar keine. Aber die sind in 11 Jahren. Dann guckst du mal doof, ne? Ja. Also 10 Jahre ist schon eine lange Zeit, finde ich. Ne? Also das Einzige, was da drin ist, in diesem Liquid jetzt zum Beispiel und in allen Liquids, die in Deutschland eigentlich erlaubt sind, weil da gibt es ja auch gerade die TPD2, die das wieder total reguliert hat. Also wir dürfen nur, also jedes Liquid, was rauskommt, muss in Deutschland angemeldet werden
Und das dauert ein halbes Jahr, bis es erstmal auf den Markt hier kommt, ne, weil das alles genau getestet wird. Und in diesem Liquid sind genau 2 bis 3 Sachen drin. Also unterschiedliche. Das, was immer drin ist, ist pflanzliches Glycerin. Das hast du ja in tausenden von Lebensmitteln, die du täglich zu dir nimmst, drin. Glycerin? Also, ja. Okay. Pflanzliches. Also völlig, völlig unbedenklicher Stoff. Der zweite Stoff, der drin ist, ist Propylenglykol, den ihr auch alle jeden Tag zu euch nimmt, weil da zum Beispiel in eurer Zahnpasta drin ist. Mhm. Auch völlig unbedenklicher Stoff. Oh, mein Nachbar nicht, weil die putzen sich nicht. Sagen. Ja, oder allgemein in vielen Kosmetikern ist das auch enthalten. Ach, krass, wusste ich gar nicht. Okay. Also wenn du mal auf deine Zahnpasta guckst, da wird Propylenglykol draufstehen. Okay. Und das ist halt für den Geschmack hier drin zuständig. Das ist der Geschmacksträger im Liquid. Das Glycerin ist quasi für die Dampfentwicklung zuständig. Oh, okay, verstehe. Und was in manchen Liquids da noch drin ist, ist Wasser. In meinem jetzt nicht. Ich habe jetzt hier 70% Glycerin und 30% Propylenglykol. Mhm. In manchen ist noch Wasser drin. Und dann halt, wenn du mit Nikotin raus, Nikotin. Wobei man ja eigentlich sagen muss... Wie gesagt, auf 1 Minute abkürzen, ne, das Thema. Wobei man ja eigentlich sagen muss, dass Nikotin im Grunde eigentlich auch ein völlig unbedenklicher Stoff ist. Du könntest Nikotin sogar pur trinken und dir wird nichts passieren, außer dass dir vielleicht schlecht wird oder so. Gab sogar schon Dampf-YouTuber, die das gemacht haben. Die haben dann sich 10 Milliliter Nikotin in den Becher gefüllt und haben es getrunken. Passiert nichts. Nikotin ist im Grunde in bestimmten Mengen ein völlig unbedenklicher Stoff für den menschlichen Körper. Ja gut, aber wenn man es trinkt, ist es, glaube ich, immer noch eine andere Sache, als wenn du das dann verbrennst und dann runterziehst also durch die Lunge. Also das könnte dir vielleicht Übelkeit hervorrufen oder so. Ne? Okay. Aber mehr und auch nicht. Brechen wird nichts so, außer Sauerstoff mal in Lunge lassen. Ja, wie gesagt, bei dem Kollegen sagt man so, dass das an Nikotin liegt. Ja, weil es halt eine Menge macht, das Gift. Ne? Ist halt ein Nervengift, Nikotin. Ja, okay, das stimmt. Ne? Bei einer bestimmten Menge ist es natürlich. Aber gibt auch Leute, die sich ja Zeug dann irgend so einen billigen Euro-Schuppen holen. Ja. Weißt du, wie die ja zusammenpanschen, weißt du? Was die halt reinholen. Im Zusammenhang mit Nikotin, was du letztens sagtest, dass es Leute gibt, die glauben, damit kann man Corona heilen. Naja, genau. Also im Grunde ist das eigentlich völlig unbedenklich und es gibt auch sehr, sehr viele Studien darüber. Aber ich muss ich ganz kurz unterbrechen, weil unsere damalige Kinderärztin hat gesagt, wir kamen irgendwie auf das Gespräch und Rauchen, weil meine Frau hatte vor der, als sie dann schwanger war, aufgeprompt mit Nikotin, also mit Rauchen, mit Zigaretten und hatte dann halt Bedenken, dass das Kind dann eventuell Entzugserscheinungen kriegt und dann haben wir mit der Ärztin gesprochen. Ja. Blabla, alles Quatsch. Aber, sagt sie, man muss natürlich aufpassen, Kinder, wenn die zum Beispiel jetzt eine Zigarette essen würden, die finden eine Zigarette und essen die, können die eine Vergiftung. Naja, auf jeden Fall. Aber das ist ja Tabak, ne? Das ist ja das ist der Grund, warum, selbst wenn man davon ausgeht, dass jetzt das Dampfen nicht, ich meine, ich gebe euch ja recht, das ist auf jeden Fall nicht gesund. Also ist besser ist, wenn ich es nicht machen würde, sagen wir mal so. Ne? Ja, gesund ist auch immer relativ. Ja, ne? Aber es ist natürlich um ein Vielfaches gesünder in Anführungszeichen, weil allein schon diese Giftstoffe, diese Giftstoffe finden, die durch die Tabakverbrennung entstehen. Ja. Ja, durch die Verbrennung des Tabaks. Nicht nur Tabak, ist auch ganz Teer und so eine Scheiße. Ja, ja, das Teer und das Papier da drum und alles, das verbrennt dir und du ziehst das alles in deine Lunge. Ja, das sind andere also Schadstoffe. Ne? Kurz, weil ich habe mal ein Bild gefunden, ist von Quarks gewesen. Auch diese Substanzen sind im Tabakrauch, wie zum Beispiel Hydrazin, ein Raketentreibstoff oder schon krass, Nitromethan, Explosivstoff, Hydrochinon, Entwickler von der Fotografie. Also es gibt mehr Sachen. Also im Tabakrauch. Da frage ich mich immer, wer kann mir auf die Idee, das alles reinzumachen? Ja. Und warum? So ein bisschen, komm, ja, aber da geht auch Treibstoff. Das sind halt auch viele Reaktionen. Das entsteht aber bei vielen Verbrennungsreaktionen auch. Ne? Ja, okay. Ach so, okay, dass sie das nicht extra reinmachen. Sondern das frage ich mich. Die alten Indianer, haben es auch schon Zeug da drin? Es gibt ja zum Beispiel auch diese Kräuterzigarette. Ne? Deswegen habe ich gefragt, wie viel Grad das erhitzt. Und diese Kräuterzigarette erhitzt auf 350 Grad. Und da wird ja dann vermutet, dass da nicht so viele schädliche Stoffe freigesetzt werden bei der Verbrennung. Ja. Ne? Die dann erst. Aber was ist so eine Zigarette? Weiß ich gar nicht. Gute Frage, weiß ich nicht. Aber ist ja eine Glut. Muss nächstes Mal hier einfach nochmal hochgehen. 700 Grad oder so wird die locker haben, denke ich. Wahrscheinlich genauso sein wie bei. Also hier drin ist ja eine Spule. Ja. Aus einem bestimmten Metall. Ich habe jetzt Kanthal. Eine Kantalspule. Und da ist eine Watte drin. Mhm. Eine ganz normale Watte, wie auch, wenn du DM dir so Wattepäckchen holst. Ja. Ne? Und das Liquid läuft halt in die Watte. Die Watte sorgt sich damit voll. Ja. Und dann erhitzt du die Spule und dadurch verdampft dann quasi das Liquid in der Watte. Ah, okay. Aber die Watte verbrennt nicht? Nein, die Watte verbrennt nicht. Nur wenn kein Liquid mehr da ist. Solange die feucht ist, verbrennt die nicht. Ach krass. Okay. Also okay, gehen wir jetzt noch weiter von Zigaretten auf. Ja. Ja, aber ich wollte noch eine Sache dazu sagen, weil ich das einfach... Warte mal, sonst kriegst du den Maul nie auf, bist du nicht zu stoppen. Ja, das da habe ich eine Leidenschaft für, das regt mich nämlich richtig auf, weil das natürlich von der Regierung auch so runtergemacht wird. Ab nächstes Jahr, es herrscht euch jetzt ein Werbeverbot, man darf ja gar nicht mehr dafür werben. Ja, Hauptsache den Marlboro, Mann, das ist auch ein riesen Lipfazoll. Wollte ich gerade sagen, an jeder U-Bahn-Haltestelle hängen Kippenwerbung, weißt du? Das ist sowas auch von Dreck eigentlich. Mir um Ecke. Ne? Ich habe einen richtigen Geschmack gefunden. Ich weiß nicht, wie ich das ist. Das ist einfach so eine gute Alternative für Leute, die wirklich nicht vom Rauchen wegkommen, das...
Aber halt kein Nikotin das nicht, mehr. Auch ja, eventuell. Ich verstehe das nicht, warum das, das wird einfach von der Lobby so klein gemacht, weil die einfach so Schiss haben, dass die Leute das erkennen, dass das, ja, das einfach die bessere Variante ist. Weil das, ja, oder weil Zigaretten Geld ist, einfach, weil das wieder ganz viel ja, Geld ist. Vielleicht ist ja auch, weiß nicht, vielleicht, weil Zigaretten kleiner sind, du hast es so schnell zur Hand. Passt ist weg, einfach sowas von traurig, ja, aber, dass das so, ja, so stark wegreguliert wird. Das ist einfach eine Frechheit eigentlich. Ich hab schon so viele Petitionen damit gemacht und alles. Ne, schon, ich mache das ja schon seit 2015, dampfe ich ja schon. Und seitdem habe ich da, da kam ja die TPD2, das war ja diese Tabak, europäische Richtlinie zur Regulierung von Tabakerzeugnissen und alles. Und da, da fing das Elend ja an hiermit, dass man alles, dass alles angemeldet werden muss, alles wird reguliert, Werbeverbot und. Ja, aber ich frage mich, warum raucht man überhaupt? Ich meine, jeder weiß mittlerweile, dass es scheiße ist, gesundheitsschädlich. Ja, für viele ist es eine Art Beruhigung auch. Weil mit, so mittlerweile haben sie überall auf den Kippen schon halt diese tollen Musterbeispielbilder drauf, hier mit Lunge, Scheißdingsbums. Das sind Leute, die sind unheimlich nervös. Ne? Und ja, wenn sie dann wieder zur Ruhe kommen, dann brauchen sie, ach komm, ich habe eine Zigarette. Und dann merkst du wirklich, wie sie dann körperlich, vielleicht ist es auch so eine Kopfgeschichte. Kann natürlich oder sein. Auch. Ja, sicher, ist eine Sucht, ne? Ist klar, ist ja, Kopf. Genau, eine Sucht. Und viele ist auch so, ach, ein Kaffee, eine Zigarette. So ein Ritual, weil es so schädlich ist. Ja, aber ritzt mich ja auch nicht täglich. Aber irgendwann fängst du halt an als Jugendlicher vielleicht damit und dann bist du halt in der Sucht drin. Ja, das ist, ja das ist so ein, das auch so ein, ne? Ritual. Also ein Freund von mir, der steht morgens auf, dann macht er sich, wie du schon sagst, einen Kaffee, dann raucht er erstmal schön auf dem Balkon eine Zigarette. So, und, ja, und dann lässt er die Kasse und dann fühlt sich dann halt besser dabei. Aber ja, und die meisten können davon da auf... Es kostet Geld ohne Ende. Ja, aber die Leute wissen auch, dass Burger... Selber ist der mit Alkohol. Das ist ja die viel schlimmere Droge. Das ist ja die viel schlimmere Droge. Das ist ja die schlimmste Droge meiner Meinung nach, die überhaupt existiert. Weil sie legal ist. Ja, aber du kannst auch nach. Aber da reden wir gleich drüber. Ja, eben. Genau. Ja, und das ist für die Leute dann ein Ritual. Die Leute wissen doch, dass Burger schädlich sind. Trotzdem hauen sie sich dann viermal die Woche rein. Ja, ja, aber ich Zigaretten ekelhafter. Nee, aber das ist auch so teurer. Schädlich, ne? Und Zigaretten, sagst, der Gestank zum Beispiel, dann fahren wir in der Menge. Also Raucher in der Bude, geht gar nicht. Also in der Bude rauchen ist. Ja, das ist natürlich hier auch. Das ist völlig geruchsneutral. Ne? Das nimmt. Das riechst du überhaupt. Ja, das riechst du das Aroma daraus. Aber du. Du, das stinkt nicht. Deine Bude stinkt nicht, es verfärbt sich nichts. Einfach, also, wie ich noch in der Ausbildung damals war, ist schon lange her. Da, wir hatten ja auch so eine Art Fahrdienst. Wir haben auch Kindergärten beliefert mit Essen. Und wir hatten eine Fahrerin, ich habe den Namen ja vergessen, die hatte auch, war starke Raucherin, dann wurde sie operiert. Und die musste immer, wenn sie reden wollte, hat sie ein Loch gehabt, musste den Finger reinstecken. Ach so. Ja, und das war mega geil. Weil Autofahren war, jemand war, wo zu schimpfen, tut mir Sau. Ich habe so gelacht mit dir. Ne? Und stell dir mal vor, du musst jedes Mal den Finger da in das Loch reinstecken, damit du reden kannst. Und, was soll ich machen jetzt? Das Paradox ist ja auch, wenn du dann mal vergleichst, wenn du jetzt. Wenn und die raucht immer noch, also bis damals noch schon, fast 20 Jahre her. Ja. Unbelehrbar. Aber weißt du, wie sie es raucht? Ja, solche Leute habe ich auch schon gesehen. Ey, unglaublich. Ja, muss er ja. Solche Leute habe ich auch gesehen. Also das verstehe ich dann wiederum nicht. Aber gut, ist. Man muss jedes Mal hier den Finger in das Löckchen stecken, damit er reden kann. Und dann ist ja nicht ganz normal. Ich weiß gar nicht, wie das Loch irgendwann aussieht, ne? So nach 2 Jahren, wenn er täglich durchrauchst. Ja, muss man. Das ist so ein schwarzes Loch. Nein, richtig schwarzes Loch. Ja. Wurmloch. Haben wir aber ich glaube, die müssen das immer wieder gut reinigen und desinfizieren. Boah, ich will mir das gar nicht vorstellen. Nee. Boah, ist mit so einem Q-Tip. Ja. Oh, nee. Oh. Ist ja widerlich. Na, aber ich meine, ist auch erstaunlich, wie Helmut Schmidt, wie alt er geworden ist. Ne? Ja, ja. Guck dir die Mutter von der Queen an. Da. Die muss sich ja nicht umbringen. Die 100, 102 oder sowas? Ja. Queen Mom? Ja. Ja. Ja gut, die haben auch gute Ärzte. Ne? Aber dann hast du wieder andere Leute, die kapieren mit 40 oder 50 an der Scheiße. Ja, weil dann wahrscheinlich die Masse der schädlichen Sachen, die sie zu sich ist wahrscheinlich auch genbedingt, würde ich mal behaupten. Also wenn ich so manche, ich habe auch Bekanntenkreis, welche, die saufen, rauchen, ernähren sich scheiße, schlafen zu wenig. Sind auch wie 20, obwohl sie 40 sind. Ja, genau. Ist so. Und die sind topfit quasi. Ja. Ne? Es gibt solche und solche. Ne? Je nachdem, wie der Körper, glaube ich, damit umgeht. Also ich habe noch nie geraucht, ich habe noch nie Interesse geraucht. Ich hatte auch Freundeskreis, die haben geraucht, ich nie. Man hat immer gesagt, Junge, hör auf zu rauchen. Rauch nicht, das ist scheiße. Mhm. Aber selber rauchen, weißt du? Ja, also manchmal weiß ja selber eine Kollegin, wenn sie sagt, oh, kommst du mit, Heino? Und dann eine rauchen. Letztens auch, ich habe eine geraucht. Oh, da wurde mir erstmal schwindelig. Da dachte ich mir, warum machst du das überhaupt? Ja, weil weniger Sauerstoff viel zu starker Flash dann auch gehabt. Ja, man ist das, wenn man das nicht mehr gewohnt ist. Ne? Ja, das Einzige, was ich mal mache, ist auch schon mehr, also Silvester, wenn die Raketen, also Zigarre im Maul. Ja, gut, aber die rauchst du ja nicht. Aber da stinkt am Maul danach. Zigarre, da kann ich das habe ich aber. Entschuldigung. Also, ja, nee, natürlich, alles gut. Der Zigarre ist ja. Finde ich, ist sicher, ist auch schädlich, aber du kriegst halt keinen Lungenkrebs, du kriegst Experte. Halt... Experte. Wollte gerade sagen, weißt du, wie dumm du aus mit deiner Zigarre im Maul? Hast du ein Bild noch? Komm, lest mal ein. Ja, Das Bild bilde ich jetzt ein. Jetzt nein. Nein. Das muss ich vergessen. Schicke ich dir nachher. Dann, Ich hab's noch. Ah, ich hätte auch noch drauf. Kriegst du eine Copyright-Klage. Copyright-Klage. Ja, sicher. Ja, geil. Zigarre rauchst du ja nur auf Backe, quasi nur auf den Mund. Ja. Und dann kriegst du halt... Kann halt sein, entweder Kehlkopfkrebs, Backenkrebs oder so. Ne? Ach so, das ist okay, ja dann mal. Nein, das sage ich nicht, aber ich finde, Zigarre im Vergleich zu einer Zigarette
hat noch eher was. Genau das Bild, das werde ich. Werdet ihr schon gesehen haben. Aber wisst ihr, ich blende es nochmal ein. Was? Nein. Ich sage ja Copyright-Klage. Dann, ich finde, Vergleich Zigarre zu Zigarette ist eine Zigarre eher noch mehr ein Genussmittel als eine Zigarette. Zigarren schmecken ja, aber du Scheiße. Kannst von Zigarren noch nicht so viel rauchen. Das stimmt aber. Ja. Das sehe ich genauso. Ja, das ist eher guck mal, eine Zigarre, da sitzt du gemütlich da. Du hast da locker eine halbe Stunde oder länger was, je nachdem. Das ist keine klassische Sucht wie Zigarette, genau. Also wie Tabakzigarette. Ja, aber sind die genauso schädlich wie Zigaretten? Weil ja, das ist ja auch Tabak, ne? Ja, du hast aber, beim Tabak wird das, sind das Sachen zugesetzt worden. Mhm. Weil Zigarre ist hast also du auch so, nur die Blätter, ne? Also quasi den Rohmaterial. Du hast nur die aber drauf an, ob du jetzt hochwertige Zigarren kaufst oder billige. Ja, weil die also, billigen ist manchmal auch scheiß Tabak. Ja, und die von der Tankstelle würden die holen für einen Euro. Nee, ja, aber das meine ich nicht. Also, du hast immer noch die Verbrennung halt, ne? Ja, genau. Durch die Verbrennung entstehen ja schon Stoffe. Wenn irgendwas verbrennt, entsteht immer irgendwas. Also das ist das Problem. Ich habe mir zum Beispiel, vor 2 Jahren war ich auf Kuba und habe mir kubanische Zigarren mitgenommen. Da weiß man, kubanische Zigarren sind einfach. Hast du auch ein Bild von dem Scheißhaus? Da bin ich auch jetzt. Also, nee, das habe ich nicht erschaffen. Nee, das habe ich nicht, das war zu eklig. Ich bin nur Desperados. Wer den Film kennt, weiß, wie das aussieht. Ja, so ungefähr. Oh, das hast du nicht mehr, schade. Das hätte ich jetzt zu gerne gesehen. Er hat es ja nicht gehabt, oder? Ich habe es nicht fotografiert. Achso, ich dachte. Weißt du, macht den Sackbilder von seiner Frau, anstatt das Klo zu fotografieren, ne? Ja, ist klar. Nee, weil bei Zigarre hast du wirklich nur die reinen Tabakblätter. Also, da wird ja nichts zugesetzt. Du hast, die werden angebaut, die werden getrocknet, dann werden die gerollt. Ja, das sind die richtigen Guten. Das sind die Guten. Also, ne? Ja, also gibt halt mehrere. Ja. Die, bei Zigarren Monte Cristo oder die Romeo y Julieta ist gut. Und welche war das noch? Und die Habana selber. Also ist wahrscheinlich, wenn du die raus, wirklich ein Unterschied, ne? Also ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt hier welche kaufst, oder? Auf jeden Fall. Also ja, ich habe. Okay. Das sind auch handgedreht und so. Genau, ja, das sind handgedreht. Ich habe zum Beispiel eine Kiste Romeo y Julieta zu Hause. Da sind 25 Stück drin. Die schmecken wieder anders da als die Original Habana-Zigarren. Hm. Ja, Moment, aber normalerweise, wenn du richtige Habana-Zigarren raus, dann tunst du die auch. Vorne, also hinten, mit innen rum. Ja, das sagt man ja. Ja, machen die da hinten? Achso, wegen Desinfizieren. Nein, machen die das. Machen die nicht. Nein. Ja, da, wo du gewesen bist, ich sag nur Klo. Ja, machen die trotzdem nicht. Ich sag nur Klo. Ja, trotzdem machen die das nicht. Soll mich das Bild blende ich jetzt nochmal ein? Nein. Man muss mir merken, 3-mal. Ja. Wird teurer Spaß für dich, ne? Ist mir egal. Kurzarbeit. Ja, und ich finde, also es ist mehr ein Genussmittel. Ne? Da gebe ich dir recht. Und man sagt ja bei Pfeife auch, ne? Ja, Pfeife. Aber Pfeife rauchst du, glaube ich, auf Lunge, oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie Pfeife geraucht. Also, aber Pfeife finde ich, da stinkt der Tabak. Also ich finde Pfeifentabak. Ich finde ja richtig. Also wenn das verbrannt wird, dann stinkt das. Finde ich mehr als. Ich mag Pfeifengeruch sehr gerne eigentlich. Vor allem ist jetzt selbst gedreht nicht sogar giftiger, als wenn du die fertigen Packungen holst, weil du hast auch keinen Filter. Jetzt von den Zigarren oder Zigaretten? Ja, Zigaretten mache ich jetzt. Da kann ich dir was sagen. Und zwar hatte ich einen Arbeitskollegen, der war starker Raucher, der hat, kann man die Marke sagen? Ja, so eine blaue Schachtel. Goulas Blanc. Die blauen. Hat er geraucht, ne? Und man hat auch beim Sprechen gehört, irgendwie da war irgendwas. Ne? Ist aber zum Arzt gegangen und der Arzt sagte, ich mach's kurz, nicht gut, was du machst. Er sagte, ja, aber ich kann nicht aufhören mit Rauchen. Er sagte, ja, pass auf, dann gebe ich dir einen Tipp, dann dreh die selber. Also hol dir Tabak, ja, hol dir Blättchen und dreh die Zigaretten selber. Die sind etwas gesünder, weil da nicht so viele schädliche Stoffe zugesetzt werden, dem Tabak. Ja. Und genau, weil bei den Zigaretten ist ja nicht nur der Tabak und das beim Verbrennen die entstehenden Schadstoffe schädlich, sondern hinten der Filter. Mit diesem, wenn du an der Zigarette ziehst du von diesem Filter ganz, ganz kleine Mikropartikel, ja, die sich dann auch auf den Bronchien, nicht auf der Lunge, sondern auf den Bronchien festsetzen und daher kommt dann auch der Raucherhusten. Mhm. Durch diese Plastikpartikel, die auf den Bronchien sitzen. Ja, aber lass uns mal jetzt vom Rauchen. So weiß ich, ob es stimmt. Alkohol. Da bin ich auch dabei. Da ist, glaube ich, keiner von uns jungfräulich, was das angeht. Oh, nee. Ich habe früher in meinen goldenen 20ern, sage ich immer, in den goldenen 20ern habe ich sehr viel getrunken. Aber auch nicht übermäßig viel. Ich glaube, ich hätte so ein Blackout viermal. Ich glaube auch dreimal. Dreimal mit Andreas. Also er war der Fahrer. Der kann da mehr zu erzählen. Ich weiß nicht mehr so genau, was in den Abend passiert ist. Du hast mir auch mal so ein Video geschickt, ne? Ich? Ja, da warst du unterwegs. Nur für dich, Micha. Und bist auch schön am Singen. Ach ja, stimmt, da war letztes Jahr. Das können wir vielleicht auch jetzt mal einblenden. Das habe ich nicht. Ich hasse aber noch. Scheiße. Ja, aber ich bin ja der schneidet. Ha! Ist egal. Ich schneide das diesmal. In die Kommentare mit einfügen. Jo. Ja. Alkohol. Ja, Alkohol wird ja auch. Alkohol gibt es ja schon so lange. Ja, aber in der Antike Wein. Also. Ich glaube, die Ägypter haben schon Bier gebraut aus Brot und so, ne? Ja, wir wirklich. Man selbst Tiere nehmen Alkohol zu sich. Ja, vergorene Früchte zum Beispiel. Ja. Aber, gut, Alkohol, da kann man sagen, hey, lustige Geschichten, es gibt auch viele schlimme Geschichten. In Maßen, ja, wenn man es in Maßen. Genau, in Maßen. Ne? Es macht vieles kaputt. Ja. Es hat vieles kaputt gemacht. Autos. Ne?
Also viele Familien und also schon heftig. Ja, also Alkohol ist, glaube ich, mit der eines der schlimmsten Dinge, die, die der Sucht. Der Sucht, die man haben kann. Ja, ja, ist es auch. Ja, Alkohol, wie gesagt, Alkohol ist für mich die schlimmste Droge, die es gibt. Ja. Also mal so ein Bierchen, ja, aber ich muss ja nichts dagegen. Ich habe schon seit Monaten ein Bier schon ewig. Also seit Jahren schon nicht mal richtig den, oder doch? Nee. Vor 2 Jahren, als ich dich angerufen habe. Ja. Da schon. Nee, den nicht angerufen, du hast mir das Video geschickt. Das war ja, schon oder so. Ich glaube, auf Weihnachtsfeier war ich das letzte Mal betrunken. Ich habe auch nicht mehr ich noch nicht Interesse daran. Vor 599 Tagen habe ich letztes Mal Alkohol getrunken. Sehr gut. 599? Ja, am 15. Dezember 2018, die vorletzte Weihnachtsfeier. Ja. Da haben wir unser Bildchen entstanden. Dann trinken wir wieder. Ja. Oh, nein. Ja, ja. Sag ja jetzt. Trinken die mehr. Ich habe auch wirklich kein Interesse mehr dran, also mich so abzuschießen. Ich auch nicht. Also abschießen nicht. Ich kenne ja auch gar nicht mehr. Ich habe ein Erlebnis damals gehabt, da war so mit Bekannten sind wir auf Oktoberfest bei uns in der Stadt. Das war einfach zu viel. Da seitdem habe ich gesagt, ist nicht mehr. Moment, war es nicht da, wo du mich angeschrieben hast? In der WhatsApp-Nachricht? Ich liebe euch alle. Das kann möglich sein. Ja. So. Ja. Das riecht aber gut. Ja, ne? Das ist auch so eine Sache, aber, ne? Das heißt, wenn man noch gar nicht anerkannt ist in der Gesellschaft. Kleinkinder und Besuchende sagen, wenn man dann sitzt du nicht zugeräumt, dann, oh, wow, oh, hast du mal Feuer, ne? Und hier bei dem, was überhaupt nicht stinkt, boah. Der Rauch ist halt dichter als bei Zigaretten. Ja, ja. Wahrscheinlich ja. Aber bei Zigarette, weißt du, oh, hast du mal Feuer. Also das Schlimme ist ja bei Alkohol, es gibt da, du hast immer zwei Arten von Leuten, drei, wenn sie besoffen sind. Die einen machen Party, die anderen pennen einfach ein und die dritte Sorte, die ich absolut nicht mag, ist die Randale machen. Ja, die dann Streit. Also mit solchen Leuten habe ich auch nie weggegangen. Einmal und dann nie wieder. Ja. Ein Kumpel von mir, Markus, wenn du das sehen solltest, wenn der auch zu voll ist, dann bestellt er, egal wann er war im Laden, der Hacke voll, bestellt 1000 Getränke, verteilt die an jedem und dann geht's so. Immer. Der pinnt aber ein. Aber er verteilt vorhin die Getränke und pinnt dann ein. Hast du nicht mal erzählt, du hast einen besoffenen Kopf, die WoW, Mr. Pandoria, die Deluxe Edition. Ja, hab ich auch. Also sowas passiert auch im besoffenen Kopf. Da haben nämlich vorher bei mir haben wir quasi rein, es war der Mittagsverkauf von Dienstag auf Mittwoch von Pandaria, Mr. Pandaria. Da haben wir uns bei mir getroffen. Und ich war immer auf Arbeit. Oh, machst du Party? Ja, aber danach gehen wir um 11 Uhr ab, wir müssen unser Saturn hier WoW kaufen. Ja, genau, wir kommen auch. Das würde ich gerne machen. So, wie gesagt, 11 Uhr, alle Hacke, so, wir gehen jetzt raus. Wie? Ja, ich sag, wo ist jetzt WoW? Ich dachte, du machst einen Scherz. Ich sag, nee, weg. Da sind wir halt hingefahren und wirklich, die arme Julia musste es erfahren. Ich bin auch bei mir zur Sparkasse, ich bin dann ausgestiegen, voll am Wanken, musste noch Geld holen. In meinem wirren Zustand des Alkoholismus dachte ich, die würden wegfahren ohne mich. Ich, wie umgedreht, renne über die Ecke, springe auf die Motorhaube drauf und sage vorne, ihr fahrt nicht ohne mich. Da war es einfach nur rückwärts eingepackt. Das ist ja auch geil. Ja, dann fuhr die aber los, mit mir vorne drauf, so 20 Meter ungefähr. Ja, krass. Ja, muss man zurück mal Karte holen. Auf jeden Fall kam man dann an bei Saturn und haben vorher gesagt, ach, da sind vielleicht 10 Leute, wir haben noch dienstags um 0 Uhr, da ist doch kein Mensch. Von wegen, wir kamen noch im Auto um die Ecke, stand 100 Mann da. Und wir waren hackedudel voll. Und mein Kumpel Christian, Arbeitskollege von mir, ja, so Statur Cedric, nur ein bisschen größer. Dann machen wir mit dem Pull. Ich versteck die doch einfach. In die Jacken so reingetan, standen wir da vorne. Da waren ganz normale Menschen, auch in Anzug auf einmal, ne? Und mein Kumpel Christian sitzt bei mir an, so, mit seinem 140 Kilo, ey. Ich sag mal, ich geil, ich bin so voll. Und dann sind wir da rein und dann haben wir uns die Spiele geholt. Da stand man so in der Schlange. Alle haben sich diese Deluxe Edition für 70 Euro geholt. Ich hatte normale, hab ich einfach gesagt, ich brauch 100 Male. Stehe so mit meinem wirren, schielenden Blick. Ich dachte, das ist ja größer als meins. Ja. Vielleicht wäre er da. Zurückgetaumelt durch die ganze Menschenmenge. Entschuldigung, ich brauche eine große. Einfach nur, weil ich besoffen war. Das war einer, weil man braucht es ja nicht. Und Atlas, ja, ne? Krass. Und Atlas. Aber das Schlimmste war der Tag danach, ist ja meist der Schlimme. Ja. Ja, genau. Und deswegen musste ich auch noch arbeiten. Ach, und übrigens Christian auch, der besagte Christian. So, da sind wir dann hin. Also ich bin dann morgens im Auto gestiegen und ich, also eigentlich wäre ich sonst nicht gefahren, aber ich musste zur Arbeit. Und dann war morgens um 7, glaube ich. Also ich fahre um 1 zu Hause, habe noch bis 3 versucht zu zocken. Der eine hat die CD nicht reinbekommen, der andere hat gekotzt beim Reden. Alles über TS übrigens. Ja, bin ich dann zur Arbeit hin, Tempo 30 und ich stand zur Ampel. Ich sage, die Ampel ist grün, blau, gelb oder rot. Fähr erstmal langsam vor. Wirklich, normal habe ich gebraucht 15 Minuten im Auto. Da habe ich eine, über eine halbe Stunde. Dann kam ich an, wo uns die Einfahrt runter, voll am Talk, ich hoffe, sieht mich keiner. Und dann sehe ich, von irgendeiner Ecke höre ich nur, na, Bersowski, wie war gestern? Alles super. Ja, aber mein Chef damals immer gesagt, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Nein, geht nicht. Doch. Nein, es funktioniert nicht. Ich war auch mal so hackestramm. Der nächste Tag ist immer der ekligste. Ist wirklich ekelhaft. Egal wie toll die Party ist, du weißt, am nächsten Tag geht es nicht mehr. Du schüttest dich zu und du weißt, es ist morgen ist Kacke. Morgen ist scheiße, ja.
Ja. Und es ist immer morgens kacke. Ja, und deswegen ja. dieses Gefühl deswegen von... Deswegen einfach nicht trinken. Also du kannst ja trinken, aber du musst halt wissen, wissen okay, feiern bist. Ich trinke 2 Bier und das war's dann, ne? Aber wobei, ich habe auch Abende gehabt, dann waren wir so wie jetzt draußen, war im Sommer und dann warst du am Labern, und du trinkst. Und irgendwann stehst du auf und dann merkst du den Hammer. Boing, hui. Ja, das ist das Schlimme. Also so, ja. Wobei, wenn du an der frischen Luft säufst, ist das nicht so schlimm, als wenn du in so einem Laden bist. Nee. Vor allem früher haben sie noch in den Läden geraucht, da war ich nicht übel. Ja, das ist komisch, ne? Das ist wahrscheinlich wegen dem Sauerstoffmangel oder was, ne? Aber ich habe auch schon mal von Zigaretten gekotzt. Das ist kein Witz. Da war eine Silvesterparty. Ich habe nicht viel Alkohol getrunken, aber ich habe extrem viel geraucht. Extrem viel geraucht. Ich weiß jetzt nicht, was ist an dem Abend, ich will nicht übertreiben, aber 2-3 Schachteln waren es bestimmt. Was? Also, an einem Abend? Ja, dann bin ich... Das ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden. Also ich hatte auf den Fotos, siehst du mich immer mit einer Zigarette? Immer. Ich habe mir deine Fotos angeguckt. So, ich kippe die. 400 Fotos. Ich habe mir 2 Schachteln geholt, die waren leer. Und dann musst du dir vorstellen, dann gibst du eine ab. Ja, oder andere geben dir dann eine. Ich war immer am Rauch. So, ich mache es kurz und dann bin ich eingepennt. Dann werde ich wach und denke, oh scheiße. Bin zu meiner Freundin gefahren, habe mich da hingelegt. Habe auch gepennt, werde dann wieder wach. Das war dann so nachmittags und dann wurde mir schlecht. Und dann bin ich auf Toilette gegangen, habe ich mich übergeben und es war so schwarze, komische Masse. Und da vermute ich mal, dass das irgendwie von den Zigaretten auch kommt. Ja, also vom Alkohol kann es nicht gewesen sein. Vielleicht. So viel Alkohol habe ich nicht getrunken. Lass es an dem Abend. War wirklich so. Ich wollte nicht. Ich schon los. Habe ich getrunken? Ich musste nächstes Mal zu meiner Mutter und die hätte das gemerkt. Hätte ich Ärger gekriegt. Also habe ich, glaube ich, 4-5 Flaschen. Was? 14? 6 Flaschen. Nee, 20 oder was. Okay. Aber das war nicht schlimm. Das war bestimmt wegen den Zigaretten. Wann habt ihr angefangen mit Alkohol? Sonst wäre das nicht schwarz gewesen. Mhm. Wann habt ihr angefangen mit Alkohol? Oh, das erste Mal richtig besoffen war ich mit 17, glaube ich. Ich habe angefangen mit, ich glaube, mit 13. Ja, mit 14. Was? Ich mit 14. Ja, 13. Also mein erstes, auf einer Geburtstagsparty war das. Mein erstes Bier habe ich mit 14 bekommen, damals an meiner Konfirmation. Das war ein Bier und eine Zigarre durfte ich und dann konnte ich auf Klo rennen. Kann auch 14 gewesen sein. Boah, der Tisch tut weh. Auf jeden Fall, ja, ich weiß. Auf jeden Fall mit 15 bin ich angefangen, in eine Diskothek zu gehen mit geliehenen Ausweis. Und heute spielt er Jura, weißt du? Also von 15 bis ich so 19 war. Warte, wann habe ich Abi gemacht? Mit 18, 19? Nee, ich war 16, als ich Abschluss hatte in der Realschule. Die Hand raus, so also muss ich so zwischen, ich war von 16 bis 19. Genau, von 16 bis 19 habe ich Abi gemacht. Also habe ich so, von seit ich 15 bin, bis ich 19 war, war ich jedes Wochenende saufen und feiern. Ich bin Spätzünder. Ich habe erst mit 20 angefangen. Mit 20 habe ich schon aufgehört. Mit 17 und dann, wo ich meine Frau jetzt, also jetzt Frau damals kennengelernt habe, da haben wir auch jedes Wochenende 12, 14 Stunden gearbeitet, Party gemacht bis morgens um 5 und dann wieder gearbeitet. Also da ging das damals auch noch. Da ging das mehr. Genau. Das, jetzt mal. Das ist ja schlimmer in der Gastronomie früher gewesen. Da war es ja wirklich, wenn du nichts getrunken hast, war es ja der Außenseiter. Ja. Ist ja heute auch noch so. Das war das Schlimme. Ja, du wurdest dann immer so mitgezogen, ne? Auch mit Zigaretten. Ja. Du wolltest eigentlich gar nicht rauchen. Nee. Ich habe dann teilweise, ich habe schon aufgehört und dann teilweise wieder angefangen, weil die Leute, komm eine, nur für heute. Ja. Ne? Und komm, du trinkst auch noch ein Bier mit. Ne? Und so. Ist vor allem immer schlimm bei Weihnachtsfeiern und Betriebsfeiern. Also Weihnachtsfeiern, da. Bei uns waren wir meistens so die ersten 4 Jahre beim Grieche, immer in Sorbas, derselbe Schuppen in Gelsenkirchen, wo jedes Jahr selber, obwohl immer alle meckern waren, sind wir nach Sorbas gegangen. Dann saß dann da was mit Leuten am Quatschen, wir waren eine ziemlich große Firma und ich war überall einsetzbar, ich kannte ja alle. Mhm. So, der Betriebsfest, dann auch genau dasselbe, das war irgendwo, ich weiß nicht, wo, so ein Art Schloss. Und du hast hier immer gehört, Angelo, komm mal hier, wir trinken mit und hier, komm mal hier. Ich war bei jedem, ich trinke ja keine kurzen, ne? Außer mal ab und zu hier so ein Uso, mag ja, ich an dies Freund. Ey, ich war nach einer Stunde, da war ich sowas von weit weg. Also ja, Uso könnte ich gar nicht drehen, da bin ich so schnell besoffen. Aber es gibt ja heutzutage immer noch, dass du einfach dumm angeguckt wirst, wenn du nicht trinkst. Das merke ich ja selber bei mir. Wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, dann was? Was? Warum das denn? Ja, aber ich finde, ist aber besser geworden. Gut, anstatt die Leute sagen so, oh, gut, ne? Ja, oder man sagt, oh, aber die sagen, was? Warum also selbst, das denn? Selbst wenn du sagst, ich möchte ein alkoholfreies Bier, ne? Ja. Ne, dann wirst du auch schon, wie, ja. Ne, kannst du trotzdem, boah, alkoholfreies Bier mit schön, mit Bananensaft, geil. Ich finde das ehrlich viel. Erdinger alkoholfrei Grapefruit habe ich jetzt probiert. Mega geil. Ja, also ich bin auch so im Moment dieser alkoholfreie Radler. Ja. Finde ich bei so einem Wetter, wenn es richtig heiß ist, ne? Ich mag kalt. Das Weizenbier irgendwie voll. Das ist total geil. Ich mag das. Das ist auch ein Energietrink aus aber Bayern. Es gibt ja bei Alkohol gibt's ja zig verschiedene Biersorten. Nicht nur Pilz, wie Deutsche die kennen, sondern es gibt ja auch wirklich dann Ale und Obergierig. Und nach der Biertastings immer. Ich sollte ja mitmachen. Ich sage, nee. Kein Bock mehr, da jeden Tag irgendwie 3-4 Kohlen draufballern. Und da kannst du auch hier online dann abstimmen, wie du das Bier findest und so. Dann kriegst du teilweise auch was zugeschickt und so. Also ich finde allein schon aus dem Grund, dass Alkohol die schlimmste Droge ist, jetzt auch im Vergleich zu Gras oder so. Alkohol kannst du vom einmaligen Konsum einfach sterben.
Das kannst du einfach, ja, übertreibst. Das kannst du einfach beim Gras nicht. Nee. Kannst du einfach. Also ich glaube, ich hätte in meinem Leben einmal eine Alkoholvergiftung. Weil da lag ich wirklich. Doch, da war die Hochzeit von der Tante meiner Mutter, die war, glaube ich, 60 war es damals. Und da war ich wirklich, da war ich sowas von hackeübel blau. Also komplett. Also du hast ja aus ärztlicher Sicht gesehen schon eine Alkoholvergiftung, wenn du dich übergeben musst. Ja. Also das ist schon, dann will der Körper das raushaben. Ja. Aber da war ich auch noch jünger, dazu sagen. Ist jetzt locker. Wann war da? 2002 ungefähr. 2003 oder 2004 war das. Ich hatte ja früher auch Alkohol getrunken, aber als ich dann anfing, mich davon teilweise zu übergeben, dann habe ich immer gesagt, nee, das ist nicht gut für meinen Körper. Nee, dann habe ich es auch extrem stark eingeschränkt. Vor allem unser Einzelmanns auch. Wir waren da, ne, jeden Tag arbeiten, manchmal 6 Tage die Woche oder 7 Tage. Ja. Und dann hast du dann diesen einen Tag und dann warst du einen Tag vorher, warst du mit den Kumpels weg. Und dann hast du diesen einen freien Tag auf der Couch verbracht, kotzend. Ja, einmal vor dir herschieben. Ja, das, deswegen. Das ist genau wie früher die Leute, die da auf Mallorca geflogen sind, auch Arbeitskollegen oder als ich Zivildienst gemacht habe, ne, waren sie auf Mallorca, kommen aus dem Urlaub wieder und sieht so aus. Ja, und so, das ist doch kein Urlaub. Ja, was ist denn die Markus seine Idee? Ja. Schön hier mit Early Bird hier. Fahr mal Montags da, Fred das hin, mache hier schön den auf Malle. Fred Sonntag wieder zurück. Ja, das schaffe ich doch gar nicht. Das ist doch bescheuert. Aber schon, wenn der Flieger hochgeht, fange ich halt zu kotzen. Ja, vor allem, wie schlecht es dir geht. Ja. Dann sitzt du da, kriegst keinen Ton raus. Stell dir mal vor, du bist doch so. Hast du so viel Restalkohol in dir, du sitzt im Flugzeug, dann kommen Turbulenzen. Du bist durchschüttelt. Ja, es gibt auch diese berühmten Stadien des Alkohols. Fängst an mit locker werden, ne? Ja. Bei mir, dann kommt irgendwann, was bei mir meist der Fall ist, ich suche mir die besten Ideen. Also ich finde zumindest, dass sie gut sind. Ja, das findet jeder. Der, was nüchtern ist, sagt, das ist scheiße, was du vorhast. Wie mit dem Kochen. Dann machst du dir abends am besoffenen Kopf was zu essen, denkst du, boah, Alter, ist das geil. Ja. Das musst du dir merken. Du hast jetzt das Sandwich überhaupt erfunden. Und nächsten Tag denkst du, Alter, was ein besoffenen Fraß, ey. Das ist alles draufgeballert. Das schmeckt immer. Super Idee. Und dann irgendwann bist du sowas von aufgelöst. Dann bist du für alle offen. Du verstehst die Welt. Da kommt mit Markus damals, weiß ich noch, der war da auch hackevoll. Da saßen die am Nebentisch hinter uns ein paar junge Mädels. Ne? Wir waren ja auch jünger damals. Da dreht er sich so um, hackgedudelt dicht, nimmt dann seine Teelicht, sagt er, weißt du, was das hier ist? Ein Teelicht? Da ist die Flamme der Liebe, die brennt nur für uns zwei. Aber solche Klöpse kann er damals. Ja, das würde ich ja nicht machen. Aber geil. Das war cool. Du musst ja einfach mal reinziehen, dass es einfach eine Droge ist, von der du beim einmaligen Konsum sterben kannst und die ist einfach frei verkäuflich. Ja, aber es gibt keine andere Droge. Hier, aber Alkohol verbindet. Hat auch einen Alkohol, Alkohol wird verboten. Hör mal, du kannst auf irgendein Festival sagen, du kennst den Typen, die hat 3, 4 Bier, die besten Freunde. Ja. Das ist wirklich so, da kommst du ins Gespräch mit den Leuten. Ja, wie die Friedenspfeife ist das Friedensbier, oder? Ja, das Friedensbier. Oder Friedensalkohol. Aber das würde ich im nüchternen Kopf doch nie wollen. Dann will ich das auch im besoffenen Kopf nicht. Weiß ich nicht. Ja, ist komisch, ne? Ekelhaft. Ja, aber es wurden Stadien des Alkohols. Viele, viele, viele Verträge auch in der Regierung, oder Staatsverträge wurden geschlossen unter Alkohol. Ja. Da gibt es einen Freund von mir, der hat in Köln-Bonn oben auf dem Petersberg gearbeitet. Und da gab es auch diese Geschichten damals mit Brezhnev. Ja, die haben ja da oben dann immer ihre Versammlung abgehalten. So, und ich weiß nicht genau, ich mach's mal kurz. Also, ne? Der, glaub, nicht Helmut Kohl? Ah, egal. War Helmut Kohl. Helmut Kohl hat dem Mercedes geschenkt, ne? Und dann waren sie dann da abends am Essen, dann haben sie auch gesoffen. Brezhnev, total breit gewesen. Kann auch andere gewesen sein. Also wenn ich die Namen jetzt vertausche, tut mir leid. Aber die Geschichte an sich, der Grund ist wahr. Auf jeden Fall steigt er dann in seinen geschenkten Mercedes. So, und beim Petersberg, wenn du runterfällst, ist es so, geht das so, Schlangen, ne? Also so. Und fährt dann los, dauerte keine 2 Minuten, hat er das Ding gegen den Baum gesetzt, im besoffenen Kopf. Da könnte ich auch rein. Ja, und nächsten Tag hat er 9 da stehen gehabt. Ja, und die Verträge mit Deutschland, diese Wirtschaftsverträge, wurden natürlich dann auch. Sind halt hochrangige Politiker. Ich wollte nur damit sagen, also dass selbst Alkohol in solchen, bei solchen Leuten gang und gäbe ist. Ja, aber auch mal Verträge zu. Alkohol ist halt, gehört zur Kultur, weltweit. Ja, aber ich finde es halt genauso wie der Fabi, wenn du sagst, boah, du willst nichts trinken, dass du so blöd angeguckt wirst wie, aber es ist ja jedem seine Entscheidung. Sollen ein Beispiel eher daran nehmen. Ja, ich gucke jetzt keiner, ich trinke ja selber nicht so viel. Ja, aber ich finde es auch immer schlimm, so, ach komm, ein Gläschen Sekt, komm, ach, ich trinke jetzt mal ein Gläschen Sekt. Oder, das ist alt. Entweder man trinkt Alkohol oder man trinkt keinen Alkohol. Was anderes gibt's oder auch immer dieser Spruch, ja komm, ein Bier geht doch. Ja, wenn du keinen Bock hast, dann willst du nicht. Ganz einfach. Yeah. Trotzdem machst du es dann. Ja, gut, eins. Ja, es ist, also wenn ich mir jetzt einfach so. Ist halt wenn Gesellschaft. Wenn ich hier reinhauen würde, ich würde es merken. Ich würde dann auch kein Auto mehr fahren wollen. Entweder du trinkst oder du trinkst nicht. Was anderes gibt es nicht. Ja, genau. Es gibt gar nicht, trink wenig oder selten. Entweder du trinkst oder trinkst nicht. Also muss ich sagen, gut, das ist kann man sich drüber streiten, wie mit Zigaretten. Ne? Weder raucht man raucht nicht. Manchmal lasse ich mich auch verführen und da kommt eine Zigarette. Ja, du bist kein Raucher, deswegen kein Aktiver. Also, ne? Ja, aber ich ärgere mich trotzdem jedes Mal, dass ich es dann gemacht habe. Trotzdem ist konsumierst die Gesellschaft, also, hier Zwang quasi. Ich habe zum Beispiel, wenn ich besoffen war, bin ich immer Raucher gewesen auf einmal. Ich habe immer irgendwie dann auch eine Kippe irgendwo gehabt. Ist auch komisch, ne? Scheuert, ja. Ja, das habe ich aber auch. Weil wir
Vorhin ja auch über Rauchen gesprochen. Passivrauchen ist ja genauso schlimm. Ist schlimmer sogar als aktives. Mein Ausbilder damals, der war beim Arzt, hat sich durchchecken lassen und fragte, ja, war alles gut und so. Und dann der Arzt, ja, soweit so gut. Aber mit der Lunge sagte er, sie müssen ein bisschen weniger rauchen. Mhm. Und er sagte so, ich rauche gar nicht. Das habe ich auch gehabt beim Arzt. Da muss ich aber dazu sagen, damals war in geschlossenen Räumen das Rauchen noch nicht verboten. Ja, und, klar, da hat man noch viel stärker passiv geraucht. Genau, ne? Und bin in der Gastronomie aufgewachsen. Ja, ja, sind wir ja. Oh, so. Und da war es teilweise so, da stehst du hinter der Theke, guckst du in den Raum und da siehst du diese wabernde, graue Nebel. Das fand ich früher schon so ekelhaft. Ekelhaft, ne? Ekelhaft. Ja, und du konntest das nur bekämpfen, indem du die Fenster aufmachst oder vorne die Tür, was natürlich im Winter immer blöd war, dann wird es kalt. Wenn ich kalt, hier könnt ihr das ja zumachen. Ich sehe nichts mehr. War auch komisch, hier haben Raucher gesessen, vier Mann, und an dem Tisch war eine Familie mit zwei Kindern. Ja. Kann man sich heute nicht vorstellen, war damals so. Ja. Die haben auch nicht so gemacht, Nee, die Leute jetzt hier. Du hast es eingeatmet und man. Irgendwann merkst du es ja nicht mehr, aber die Klamotten, die stinken. Ja, aber man konnte es aber erkennen auf der Lunge. Ja, also quasi Passivrauchen ist genauso schlimm. Ja, ja. Wie wir immer reinkamen, abends die Läden, du hast die Tür aufgemacht, da kam so ein Dunst entgegen. So, nee. Aber keiner hat sich darüber Gedanken gemacht. Ja, dann fingen sie ja irgendwann an, diese Raucherräume zu machen, weil auch sinnlos war, da war hier eine Scheibe und in der Mitte war immer der Gang frei. Ja. Man kann sich auch erinnern, wie viele Leute sich darüber aufgeregt haben. Dass für ein Theater das gewesen ist, unglaublich. Stell dir mal vor, du willst jetzt den Alkohol verbieten. Also der würde das ja auch hier machen. Was wollt ihr? Freiheit. Position. Naja, keine Masken. Leben zurück. Ja, genau. Darf ich auch demonstrieren gehen? Kein Alkohol? Also ich war ab 25 oder so. Also mal, ganz, ja, sowas in der ich muss sagen, ganz streng reguliert. Meine Frau hat ja auch geraucht gehabt, ne, bis letztes Jahr. Die ist jetzt heute ein Jahr Nichtraucher. Oh, cool. Glückwunsch. Falls und sieht. Ja, wir sind auch ein paar Mal in Urlaub geflogen. Ne? Da komm, bevor du losfliegst, nochmal eine rauchen, ne? Und dann bin ich ab und zu mal mitgegangen in diese Raucherkabinen, ne? Bah! Alter Schwede! Ich glaube, ich glaube, wenn ich danach zum Arzt gegangen wäre, rauchen sie? Nee, aber sie riechen danach und auf der Lunge sieht man es oder so. Ja. Also das ist echt eklig. Rauchst du eine mit? Nee, ich stelle mich nur dazu. Ja, ohne Witz, das war dann so. Das ist genauso wie am Flughafen. Aber stell mal vor. Letztes Jahr ganz kurz am Flughafen wegen den Raucherkabinen. Ich hatte Gedanken fest. Da hast du hier überall die Sitze und in der Mitte des Raumes, weil alle warten, dass er durch das die Raucherkabine dann, hast du so einen durchsichtigen Glaskasten und dann stehen sie alle dann da so. Ja, so. Und alle anderen beobachten die. Ja. Dann habe ich zu meiner Frau, ich würde mir so bescheuert vorkommen. Ja, jetzt da steht wie so ein Aquarium, ne? Guck mal, das ist mein Raucher. Ich weiß nicht, ob die das extra machen und dann siehst du es alle. Aber Thema Raucherräume. Stell dir mal vor, es gibt auch Trinkerräume für Alkoholiker. Ist dann schön? Ich gehe mal im Trinken in der Pause. Wird mich gar nicht wundern. Ich finde das auch gar nicht schlimm, zum Beispiel in Amiland, dass die Alkohol, wenn die da saufen sind, im Freien zumindest. Im Freien, dass sie die abdecken müssen. Genau. Ja. Finde ich nicht verkehrt. Man muss die Leute bloßstellen damit. Ich meine, jeder weiß, was du tust. Das kommt auch noch. Ja, man muss sie mal bloßstellen damit. Genauso wie ob ich jetzt eine Pull-Up oder eine Plastik. Ja, aber genau wie die Raucher bloßgestellt werden mit den Raucherbereichen, so muss das auch mit dem Alkohol passieren. Ist doch kein Bloßstellen. Doch, das ist ein Bloßstellen. Bei dem Flughafen fand ich es wirklich auch so. Muss ich ihm Fabi recht geben. Es war mitten im Raum. Man hätte es auch hier hinten in der Ecke machen können. Nein, bloß ist, wenn du hier so einen Fixerraum hast. Weil ich meine, ist ja fest in unsere Kultur integriert. Ja, aber du merkst als Raucher, du bist kein Teil der normalen Gesellschaft. Du musst dich von der normalen Gesellschaft trennen, um deiner Sucht nachzugehen. Du musst den Raum verlassen. Ja, du kannst nicht einfach am Bahnhof eine Kippe anziehen. Du musst in diesen scheiß Bereich dafür gehen. Du gehörst nicht zur Gesellschaftsnormalen. Du musst dich verpissen und woanders hingehen und da rauchen. Also rauchen sowieso. Wachsinn. Genau. Wir sind beim Thema Rauchen. Ja, ist egal. Aber was ich Was schreibst du über Rauchen, ey? Ist es scheißegal, aber was halt richtig asozial ist, ist so, wenn man eine Mutter sieht mit Kinderwagen und Kippe in der Fresse. Also anders kann das nicht sagen. Da will man echt hingehen und einfach links und rechts reinhauen. Meine Nachbarin ist schlimmer. Die steigt ins Auto, drei Kinder, so das Fenster, Fahrerfenster, macht sie so ein Stückchen auf, macht sie erstmal eine Kippe an. Die ist schon fertig gedreht, die kommt schon mit der Kippe runter und raucht die dann im Auto. Ich meine, es ist, glaube ich, eigentlich offiziell auch verboten, ne? Ich meine, wenn du minderjährige Kinder im Auto hast, darfst du eigentlich nicht rauchen. Ja, aber sie macht es trotzdem. Ich weiß nicht, ich finde so Rauchen in geschlossenen Räumen scheiße. Vor allem, wenn du Kinder hast. Ja, aber ich finde es schlimm. Aber das machen ja viele. Und ich als ich Kröte war, meine Eltern haben es auch geraucht, der Bruder. Aber immer nur unten in der Küche. Ich war ja damals in den 90er. Ja, aber vielen ist es ja egal. Es gibt ja, wenn jetzt zum Beispiel durchs Fernsehen gesäppt hast früher, weiß ich noch, sitzen sie da mit der Nachbarin, so ein Tablett, also so eine Tabakdose und dann am Drehen und dann, und ich kann mir kein Obst und Gemüse für meine Kinder leisten. Aber kommt der kurz, wird noch im Arm genommen, nochmal dran gezogen. Das ist widerlich. Hart, aber herzlich, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich fand es damals schon, weißt du, da Geld für Tabak und für Alkohol, aber dann erzählen vom Fernsehen, die können den Kindern kein gesundes Essen geben. Was ich nicht verstehe, ich war schon oft betrunken, damals. Ja. Aber ich bin noch nie hackeduldicht Auto gefahren. Das eine Mal, da war ich nicht besoffen, da war ich nur angeheitert, hinterher nach dem Ding. Aber ich war noch nie besoffen, da habe ich gesagt, ich fahre jetzt Auto. Nee. Ja, ich auch nicht.
Fahrradfahren, ja. Aber noch nie Auto. Ah, wie ein Früchtetee. Also da finde ich, bevor du das ganze Theater so viel Kohle zahlst und auch Leben aufs Spiel setzt, dann hole ich mir lieber ein Taxi oder laufe zu Fuß. Weißt du, so klar im Kopf bin ich immer noch nach 8 Pullen Bier oder 10 Pullen Bier, dass ich weiß, ich fahre kein Auto. Ja, aber ich muss sagen, zu Fuß laufen ist trotzdem kacke. Hol dir lieber ein Taxi. Zu Fuß laufen habe ich immer schlechter. Ich habe mich verlaufen, alles. Also ich bin damals von Prisma, ist das in Dortmund, glaube ich, gewesen. Ne? Mhm. Ja. Geil, der Wind jetzt. Da bin ich besoffen vom Prisma nach Hause gelaufen, 3 Stunden gebraucht, mitten in der Nacht. Da habe ich mir so gedacht, auf dem Rückweg, leicht angetrunken, ach, wäre jetzt ein Fahrrad schön. Geh um die Ecke, ist so ein Kindertretroller, kennst du diese Metalldinger? Ne? Ich so, danke! Das Ding hat mich eine Stunde lang durch die Gegend getragen, da ist so Reifen abgebrochen. Boah, hast du geklaut? Ist am morgens 3 Uhr, 4 Uhr. Ist ja egal, wie spät, du hast geklaut. Er lag draußen auf der Kreuzung. Mhm. Ja, vielleicht hat es einer vergessen. Ja, ist herrenlos, aber das heißt nicht, dass wir ihn mitnehmen. Oh, ich habe gesagt, lieber Gott, ich brauche ein Fahrrad, da war Ding da. Also, ja, frag den Juristen. Siehst du? Danke. Also, hat derjenige das Eigentum willig aufgegeben an dem Gegenstand, weißt du das? Okay, nochmal, es war ein Kinderroller. Mitten in der Nacht an der Kreuzung. Ja, aber juristisch gesehen ist. Wenn ich jetzt meine Dampfhilfe verliere, ist sie immer noch meine. Ja. Okay, also falls ein Kind im Jahre 2009 seinen Kinderroller vermisst hat und dieses Kind mittlerweile 18 ist, bitte melde dich bei mir. Warum hast du denn in die Kommentare? Er kauft Nein, ich hole den neuen. Achso. Der Reifen ist abgegangen, Mann. Jetzt wir werden jetzt so viele Kommentare haben, die behaupten, dass sie ihre Roller verloren haben. Ja. Alter, das wird teuer. Drecksschwein. Das ist meine Kinder ist zerstört wegen dir. Also ich hatte das mal, da war ich mit meiner damaligen Freundin und Kollegen, waren wir auch in der Disco feiern, da gab es noch 1-Euro-Partys. Da habe ich mich so abgeschossen und dann sind wir halt noch, das war damals in Nürnberg. Hier gibt es übrigens immer noch 1-Euro-Partys. Ja? Ja. Also ich. Eine Tüte. Boah, gibt es immer noch. Am Bahnhof da bei der Disco hinten, weißt du? Ah, ich weiß. Und ich war damals schon assi. Dann sind wir halt nach Hause gelaufen. Ein Kollege ist erstmal noch in der Disco über die Absperrung, also von den Kabinen, weil ich am Kotzen war, ne? Weil er gucken wollte, was los ist und der ist da rüber geklettert und so. Also ich habe noch nie irgendwo in Läden gekotzt. Immer einen Tag später. Aber so, an dem Abend, da war immer alles Party. Zweimal. Ich habe fast jedes Mal gekotzt. Und dann sind wir halt nach, meine Freundin damals und ich, wir sind halt nach Hause gelaufen und an jeder scheiß Straßenlaterne, die uns entgegenkam, ich so, warte mal kurz, musst du mich hinstellen? Ich habe nicht gekotzt. Wir machen zu Hause die Tür auf. Na geht los, ne? Ich so, geh aus dem Weg, bin direkt ins Bad, losgereiert bis zum Gehtnichtmehr. Ja, da muss ich nämlich auch am nächsten Tag arbeiten. Ich hab besoffen, aber ich habe die besten Ideen. Wie ich da mit Andreas und Christian, der nicht raus darf, Susanne fragen muss. Sandra meine ich. Sandra, ja. Da saßen wir auch im Laden, Hacke, du dich. Sag mal, Andreas, hast du vollgetankt? Ja, gestern, warum? Komm, wir fahren nach Österreich. Weil ich damals nicht meine ganzen Online-Spiele wie Ultima Online, da Leute aus Österreich kannte halt. Ne? Ja. Ich hab denen geschrieben, also, kannst du vorbeikommen hier in... Ich hab vergessen, wo der Laden war. Und da, wirklich, ich glaube, alle 3-4 Wochen kam die Idee auf. Und er mal, fahren wir mit deinem Auto? Ich habe kein Auto. Willst du fahren? Ich habe mit deinem Auto kein Problem. Nö. Und dann kriegst du immer neben, Österreich, ein paar geile Weiber habe ich gesehen. Also, ein paar geile Weiber. Und der Rest war der meistens noch nüchtern. Hat immer gesagt, nein, nein. Ja, aber jetzt mal... Ist das Österreich? Alkohol mal abschließen. Ja, Mann, ich bin noch nicht fertig, ich habe viele Geschichten erlebt. Ist mir scheißegal. Ja, ist mir aber nicht ich wollte mal was sagen zu einem, weil er sagte mit dem Passivrauchen. Da musst du dir mal ganz. Ja, rauchen, ey. Da musst du dir mal Studien angucken, hier zum Dampfen, wenn Raucher mit dem Rauchen aufgehört haben und angefangen haben zu dampfen. Hm. Wie krass sich die Lunge erholt hat davon. Ach ja? Und dann aber dauert auch ein paar Jahre. Und dann behaupten Leute immer noch, das sei noch schädlicher als Rauchen. Also mich doch kaputt. Damals war ja dieses, ich weiß nicht, ob es stimmt, haben Leute erzählt, also Körper brauchen wie 10 Jahre, um sich von dem Das habe ich auch gelesen. Von den schädlichen Zigaretten. Wenn du aufhörst, rauchen und dampfen, mach mal einen Lungenfunktionstest. Du hast so eine höhere Lungenfunktion dadurch, durch Dampfen allein schon. Also wenn du. Ein Jahr? Ja, wenn du aufhörst mit dem Rauchen. Schon nach einem Jahr. Ey Leute, wir sind nur Thema Rauchen. Ich habe nächste Woche andere Themen hier aufdecken. Achso, da siehst du die Veränderungen. Ja. Ah, okay. Ja. Kiffen. So. Ja. Das ist auch irgendwie Rauchen. Ja, okay. Ich habe gerade schon gesagt. Genau. Wer hat euch schon mal hier den grünen Johnny hier im Mund gehabt? Ich auch nicht. Doch. Aber wenn es nach mir ging, wird es trotzdem legalisiert werden. Ja. Nee. Bist du doof? Dann hat ihr hier an seiner Ecke ist am Pfaffen. Weißt du, wie das stinkt? Aber es halt so auf dem Kamm. So riecht ekelhaft als Zigaretten. Nee. Das riecht lieber Gras, geh nach Amsterdam, das riecht viel besser. Also ich kenne Leute, die rauchen, aber selber habe ich da nie in also ich habe immer Angst gehabt. Mein Onkel hat ja die ordentlich kiffen. Das ist so widerlich. Das ist eins und nur widerlich. Bei mir ist es zum Beispiel die Angst. Das ist eine Droge halt trotzdem. Ja, sicher, es ist eine Droge. Wenn ich so Geschichten höre von diesen Leuten, die irgendwie LSD gefressen, denke ich mir, Alter. Ja, LSD ist ja auch mal da kannst du mich einweisen. Wieder mal, weil der seine Cookies gefressen hat und dachte, warum wirkt das Zeug nicht? Und dann... Oh, mal gucke ich oben, von unten. Ja, ich kenne so eine Geschichte von einem Freund, den haben sie das heimlich irgendwie in so Maßriegel reingemacht. Im Nachhinein hat er gewusst, was es war. Freunde. Eine Maßriegel hat ihr dann gegessen und dann ist er auf Toilette und muss pissen. Und dann guckt er auf einmal Pipi so machen, hoch und auf einmal
oh, Entschuldigung, Pipi machen. Dann guckt er auf einmal hoch und sieht so Meer, Wellen. Und auf den Wellen sind überall diese Kloschüsseln. Er steht dann da und versucht dann halt mit seinem Strahl die Kloschüsseln. Also, ja, und dann hat er Schweißausbrüche und dann wurde ihm irgendwie klar, dass momentan, dann ist er ein bisschen durchgedreht. Und das ist es nämlich, dass du hinter wirklich, du kriegst eine Paranoia. Wir haben eine Anzeige gekriegt, aber was jetzt, weiß ich nicht. Aber das hat er die Kloschüsseln abgerissen, weil er muss festhalten. Ich meine, ist das schon schlimm überhaupt, das zu erleben, aber dann weißt du gar nicht, was mit dir passiert. Und nee, also deswegen ja, du doch zu. Es kommt darauf an, was du für Drogen nimmst. Ja, es gibt so vieles, ne? Ich sag mal, wenn... Badesalz. Das sind ja psychoaktive Drogen, die ja, wir jetzt meinen. Oder Klebstoff. Also, ne? Aber sag mal, die ich jetzt meine. Ja, ich ist ja mal, psychoaktiv. Achso, es, gibt okay. Es gibt einen bayerischen Musiker, das ist auch so ein Kiffer vom Herrn, sag ich jetzt mal, ne? Der sagt halt auch so, den Spruch finde ich eigentlich ganz cool, wenn du meinst, du willst Drogen nehmen, dann nimm Drogen, wenn es dir gut geht, nicht wenn es dir scheiße geht, weil die verstärken ja die Symptome, die du ja im Moment hast, ja, oder die Gefühlslage. Ist, ja. Also wenn du dich gut fühlst, nimm Drogen, dann fühlst du dich noch besser. Wenn es dir scheiße geht, dann fühlst du dich noch beschissener. Weißt du, so. Ja, beziehungsweise ja, du fühlst dich scheiße, nimmst die Drogen, dann geht's dir gut. Und wenn du wieder nüchtern bist, sagt dein Gehirn dir, nimm wieder Drogen, weil dann geht's dir wieder gut. Ja, aber ich würde jetzt scheiße nicht legalisieren, weil doch, das stinkt ekelhaft. Das hat nur Vorteile. Ich glaube nicht auch, das hat nur Vorteile. Erstens hast du hast an jeder Ecke so einen Pisspenner in der Bude, die passt nur, das ist erstens hast du den Vorteil, dass das einfach reguliert an, das ist völlig überzüchtet, das Gras zurzeit. Ach ja, meinst du, wird jetzt hier irgendwo staalig irgendwie angepflanzt? Du kannst einfach viel besser regeln. Du kannst einfach im Laden gehen und weißt genau, was hast du da drin. Du kannst dir aussuchen, welche Stärke hast du. Stinkt einfach nur bestialisch. Du kannst damit erstens viel mehr Geld verdienen. Du kannst damit noch Geld verdienen, du steuern. Du kannst damit Geld sparen durch die ganze Kriminalisierung. Weil da jeder Spinner, und allein schon hier in der Uni rennt der Spinner rum. Dein Problem ist der Geruch. Ja. Aber nachmachen ist mir egal, aber der stinkt halt. Es geht ja um alles andere, was Fabi gerade sagt. Das finde ich schon richtig, hat er recht. Du kannst einfach viel regulierter verkaufen. Du gehst im Laden, ich gehe im Supermarkt und kann genau gucken, was für ein Gras möchte ich haben. Wie viel THC-Gehalt soll das haben? Wie viel CBD-Gehalt soll das haben? Ich kann genau mein Gras aussuchen. Nicht, ich gehe zum Straßenhändler und weiß gar nicht, was ich da kaufen, was da reingemischt ist. Das ist völlig überzüchtet, das ganze Gras. Aber die Pulle sehe. Ja, haben wir auch immer gemacht. Da hast du hier die Pulle hier mit O-Saft gehabt und dann war ich halb O-Saft und der Rest ist Wodka. Ja. Habe ich immer gemacht. Ich habe immer mit Magic Man und Fürst Uranov. Ja, der Markus auch mal. Markus sieht man an mit seinem so viel O-Saft. So viel Wodka, so eine Scheiße. Haben wir mal die 1,5 Liter für Energy gehabt, haben immer bis hier weg, bis zur Banderole weggekippt. Dann hat nämlich genau 0,7 Fist Uranov reingepasst. Ah. Habt ihr mehr gesoffen als ich? Krass. Da habe ich mir davon eine Mischung gegönnt, dann war ich voll. Ja, ich früher, weiß ich auch nicht mehr. Und wisst ihr noch, damals, Anfang der 2000er, wo er mit diesen Alkopops kam? Ja, greifen wir schon wieder ab. Nee, ich habe Wodka eh getrunken. Ich habe nur Bier getrunken. Ich habe nie Bier getrunken, ich habe nur Wodka eh getrunken. So harte Sachen. Aber die Alkopops, ja, ein, zwei Mal vorher, aber dann nie wieder. Die waren auch noch zwei, drei Jahre, dann wurden die verboten. Ja, genau. Die waren verboten, ich glaube, das ist einfach nur abgeflacht. Nee, die wurden verboten. Also wie die rauskam, Alkopops, die ganzen kleinen Blagen in der Bahn gesehen. Ja, damit wollten sie natürlich die Jugend cashen, haben sie auch. Durch den Zuckergehalt schmeckst du den Alkohol nicht. Ne? Das finde ich auch, dass sowas sollte verboten werden. Wir haben die ja verboten. Ist es jetzt verboten? Ist verboten. Ach, schon lange. Das war ja Anfang 2000. Achso, habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, aber sag mal so. Du warst auch schon älter. Aber gibt es da nicht so Grapefruit? Entschuldigung. Dieses Schäferhofer Grapefruit? Ja, das ist aber kein Alkopops. Biermix. Ist ja kein Alkopops. Alkopops ist ja dieses Vodka und so Gedöns. Bacardi Rigo zum Beispiel damals. Das ist noch Eis. So aber Smirnoff Eis kriegt man zum Beispiel in Holland noch. Ja, stimmt, Smirnoff Eis, jo. Ich sag, du warst damals in der Bar, wie sie dann hier Party machen gefahren, die ganzen Blagen und die rum mit der Pulle Smirnoff. Ja, da haben wir schon 3,50 gekostet, die Scheiße. Ja. Ja, aber ich bin auf jeden Fall Meinung von Micha, dass man das legalisieren sollte. Ja, doch. In Kalifornien funktioniert. Ja, wenn sie geruchsneutral herstellen können, ist mir egal. Ach, du mit deinem Geruch? Ja, abartig ist das. Du willst doch Pferdescheiße rauchen, ey. Ja, na, aber gut, ne. Nein, aber also im Moment vom Fabi stimme ich zu. Regulierter Verkauf, du nimmst noch Geld ein dadurch, ne? Viele Menschen können das einfacher als Medizin benutzen. Genau. Ne? Das ist bewiesen. Ja. Ja. Und das manche Symptome lindert auf jeden viele, Fall. Viele ja, Menschen auch. Hilft das. Ja. Und du kannst ja dieses Rauschmittel kannst du ja raus extrahieren. Ja, das CBD ist das dann. Das CBD, genau. Also du hast das THC raus. THC ist ja für die psychoaktive Wirkung zuständig. Was für einen Rauschzustand. Genau. Ja, genau. Okay. Und CBD ist einfach nur beruhigend. CBD ist aber auch legal in Deutschland. Kannst du legal erwerben als Öl oder ist auch in anderer Form. Auch das, was schmerzlindernd dann ist für Leute, die jetzt, sag ich mal so... Es gibt auch dieses CBD-Tropfen zum Beispiel für Migräne. CBD-Öl nehmen auch viele, die jetzt Tourette leiden oder so, die können auch CBD nehmen. Für Toilettenreinigung? Tourette. Für Toilettenreinigung, ja klar. Ja, Entschuldigung, ja. Die wird sehr interessant. Ja, geht. Aber sag mal so, was ich eigentlich sagen wollte auch ist, wenn man Drogen nimmt, wäre ich eigentlich immer dafür, nimm sie zu Hause. Weil zu Hause weißt du, wo du bist und nicht, wenn du irgendwo draußen bist und läufst dann irgendwo, keine Ahnung, in der Gegend rum und
Fresse ja, gar nicht. Oder eine Tonne Wasser. Ja. Schnapp dir deine echt? Frau, mach dir einen schönen Abend. Ja. Lass Finger weg von Drogen. Scheiße, egal von Drogen. Alkohol ist in Maßen. Noch schlimmere Droge. Das, ja, aber ich finde, das Schlimmste an Drogen ist immer noch so wie LSD oder Pilze oder hier Crystal, das was ja ganz extrem ist. Die hier, Frankfurter Applaus. Du meinst, das sind synthetisierte Drogen. Ja, die chemisch hergestellt. Ja, zum Teil gar nicht erforscht, genau wie Ecstasy. Da gab es immer bei Vox damals eine interessante Droge. Wie heißt diese Krankheit, wo du immer so am Wackeln Parkinson. Also, ja, Epilepsie. So, das ist auch. So, und der war damals schon lange her, als ich das gesehen habe. Der war 25 gewesen sein, war auch Sportler gewesen, hat dann am Parkinson. Und, ne, wenn er dann eine Tasse Kaffee ging natürlich nicht. So, dann hat er irgendwann mal auf einer Party hat er sich eine Ecstasy-Tablette reingeballert und hat er sich gewundert, dass er ruhig war. Ich habe sogar zwei Geschichten jetzt. Ja, ich auch. Ich habe auch noch eine. Und dann haben sie das mal getestet, weil sie dachten, okay, vielleicht labert der Kacke. Ne, und haben ihn dann da, bevor sie ihm die Placebos, also sie haben ein Placebo. Mhm. Placebo? Drei, waren das drei oder zwei? Egal. Ein Placebo, ein Nicht-Placebo. Ja. Ne? Und dann hat er vorher ein Glas Wasser ausgekippt. Na klar, dann hat er den Placebo genommen. Wie war das nochmal? Auf jeden Fall hat er dann beide genommen. So. Und dann auf einmal war er drauf, auf Ecstasy. Ja, und dann hat er da auf dem Reck herumgesprungen, hat dann gelaufen, alles möglich konnte er machen, ohne dass er irgendwie, nur wenn ihm dann ins Gesicht geguckt hat, Das Problem war aber nur, ich weiß nicht, ob es heute mittlerweile erforscht ist, die wissen nicht, welcher Stoff in dieser Ecstasy-Pille dafür gesorgt hat, dass er ruhig bleibt. Vielleicht war auch gestreckt. Gibt auch viele, die sich halt Ecstasy und LSD und sowas reinballern und sich damit Gras wieder runterholen, ne? Ja. Das ist also voll Idiot. Also da werde ich so ein Zeug ab, das Downer, nennt man das ja, ne? So wie beim Militär, ne? Genau. Also du haust dir halt die Pillen rein, dann mit Gras holst du dich wieder runter. Dann, so, war das nicht damals Zweite Weltkrieg hier? Ja, du beruhigst dich ja ein bisschen. Die Brille ist so irritierend. Ne? Ist mir scheißegal. Also, du kommst dann wieder ein bisschen von deinem Trip runter, so. Aber Leute, die brauchen trotzdem mal dieses Ecstasy. Die Soldaten dann hier. Ecstasy raus, weißt du? Oder halt LSD oder was auch immer. Das ist ja auch Drogen. Ich finde das krass. Ja, ist halt. Komm, willst du mir eine Geschichte erzählen? Du lebst halt nicht lange damit. Hallo, ich als Moderator muss ja mich halt die Batterie des Sprechens. Du lebst halt nicht lange damit, ne? Aber wegen Ecstasy, also Ecstasy haben sie damals, da hatte ich nämlich mal ein Referat gehalten, damals so 1920er Jahren, so haben die das als Appetitzügler genommen damals, dass du quasi nicht so schnell hungrig wirst. Ja, so Amphetamine und sowas. Ja, ne? Genau, sowas auch. Genau, ist doch das Gleiche, oder? Ja, und jetzt, du hast auch noch zwei Geschichten. Genau, Thema Drogen, Alkohol und Ecstasy, die ganze Scheiße. Da ist in der Grundschule. Ende Grundschule, Anfang. Da war ich der Ticker vom Herrn hier, Klasse. Da hat mir mal einen Bus in der Klasse, dessen Namen ich nennen möchte. Oberasi. Asi vom Herrn. So, dann war ich mal bei Saturn. Ich stehe auch Abenteuerfilme, hier Quarterman zum Beispiel. Ja, hier holst du wieder hier Abenteuerfilme. So, Schnitt. Über, sagen wir mal so 25 Jahre später, ich gehe bei uns Richtung Netto. Den sehe ich an der Parkbank sitzen, aufgedunsen, Puller Malz, leckt sich mit so einer zahnlosen Pennerin rum. Ich sag immer, gut, dass ich Abenteuerfilme geguckt habe. Ja, wirklich. Hey. Hat er den geil. Ja, wir haben uns ja auch gegrüßt. Ach so. Wo ich mir dachte, nur, oh Gott. Das ist ja so ein Klassiker, ne? Ist wirklich, ja was. Komplett heruntergekommen. Strafregister hier, so solche Akten. Ja, aber das ist ja, halt, wo ich auch denke, dass viele einfach damit abstürzen, ne? Weil die sind in einer Situation, wo sie denken, also ich komme nicht weiter, ich nehme mich Drogen, dann geht es mir besser. Deswegen finde ich mir so ein Scheiß. Ich komme auch alleine gar nicht mehr raus. Ja, aber deswegen. Finde ich ja diesen Spruch von dem Musiker ganz cool. Nimm so, also wenn du was nehmen willst, nimm das, wenn es dir gut geht. Weil ja, du dann, das ist wichtig, ne? Nimm sie gar nicht erst. Guck dir mal die ganzen Crack-Leichen an. Ey. Keine Zähne mehr im Maul. Solche Regeln halten die Leute ja nicht eben. Ja, ich kann mich erinnern, damals in der Disco. Die sind auf dem Rausch, denken sie, oh geil, muss ich nochmal haben. Aber es ist trotzdem besser, dir alle zwei Wochen mit Kollegen Joints rauchen, als dich mit Alk wegzuballern. Ja, aber geruchsneutral. Ja. Ja, deswegen sag ich auch, lieber zu Hause dann, ne? Nee, im Park. Womöglich bin ich der zu Hause ist und der bot eben an. Wegen deinem Rad macht es bald. Danke, Micha. Ja, ich hasse das. Ist wieder da raus in dem Bunker. Nein, wir haben eine neue Nachbarin, die ist auch ruhig. Bleib da. Ja, die raucht. Ah, gestern war mein Nachbar wieder geil, der Schizophrene. Der losgelegt. Ne? Nee, ich habe euch schon mal vorgespielt, ne, wieder. Ja. Der hat wieder losgelegt, man fing an mit sich zu diskutieren, hat sich ausgeschimpft und oh, herrlich. Ja, da. Ich habe gestern auf ZDF einen Film geguckt, der hatte auch gespaltene Persönlichkeit, der Typ. Unglaublich. Der ist da stand im Flur. Ist jetzt seine Freundin mit dir? Was macht die mit dir? Ein ganz bekannter Schauspieler. James McAvoy und... Richtig, der die drei Mädels da... Ja, hier Split. Split, total geiler Film. Ja. Richtig gut. Den habe ich gestern geguckt. Ist immer schön, aber ZDF kannst du keine Werbung. Ja. Sag mal so, hat irgendeiner von euch mal harte Drogen genommen? Nein. Nee, also doch. Ich Außer Alkohol. Ich habe noch nicht mal Gras probiert. Ich auch nicht.
Ja, das ist ja nicht. Ich rede jetzt hier von Sohnzeug oder Schniefzeug da. Also nee. Alkohol, wie schon sagte, Heroin oder sowas. Nee. Wie schon Alkohol, sagte, Nikotin, Koffein, davon reden wir jetzt. Ne? Also davor, ja, und andere Exzesse. Habe ich viel zu viel Angst vor. Also vor allem weiß ich, was Drogen nicht. Ja, ich möchte doch nicht sehen, wie der Tisch hier wegfliegt. Darf ich durchdrehen? Ja, musst du zu Hause machen bei dir. Ja klar, wie ich der Tisch weg. Bei dir! Boom, oder aus dem Fernseher kaputt, weil er im Monster rauskommt und sowas. Wie bei The Ring. Nee, also bist du am nächsten Morgen wach. Ah, jetzt habe ich noch eine Geschichte. Also ich mag keine Optics. Ehemaliger Arbeitskollege von mir, Gary, der hat auch gerne mal nach der Arbeit abends hier so einen Johnny durchgezogen. Ne? Und immer wenn er durchgezogen hat und auf einem gewissen Trip war, fing er an mit Waffelteig oder was ich da zu essen zu machen. Und am nächsten Morgen wurde er wach und es sah halt immer aus. Ne? Hier, Teich, da, alle durch. Irgendwann wollte er mal die Gardinen, hat er gewaschen über Nacht, aufgehangen mit dem Morgen. Zwei Dings, die sind die Gardinen los. Alle verkehrt rum aufgehangen. Oder hat er, war noch, ich glaube, Red Dead Redemption 1. Da habe ich dann gezockt, dabei gepufft, ne? Bin immer eingeschlafen, wurde morgens wach. Guck, ich lief noch, alle tot. Hat er mit Kiffkopf alle Leute umgelegt. Die hat das NPC. Da ganze Dorf war leer. Ja, das ist geil. Ja, das also, ist mit Kiffen, siehst du? Ja. Und er stinkt. Gary, schön groß übrigens. Ich rufe dich mal wieder an. Ja, komm, sag mal, was für ein Gras du hast. Genau, ne? Es gibt da, also, du gibt kannst ja weniger auch, du psychoaktiv, kannst auch, mehr psychoaktiv. Genau, so, ich kenne mich da aber es gibt aus. Da welche, wo du richtige Filme fährst. Es gibt halt auch Zeug, wo du sagst, du bist halt relaxed. Ja, aber es sind ja meist keine Heidi-Filme, sondern meist so Saw-Filme. Ja, aber wenn. In 4K. Ich meine jetzt an Marihuana und so, dass du halt Sachen kriegst, die entweder wirklich, wo du auch psychisch, wo du denkst, oh, ich möchte einen richtigen Film fahren. Oder du sagst, ich glaube, wir müssen mal einen Podcast machen mit Partyerlebnissen. Oder du sagst halt, ich habe gut gekonnt übergangen, das Thema, finde ich super. Ja, oder hast halt was, wir wo du halt relaxed und entspannt wirst, ne? Ein bisschen lustig und ein bisschen entspannt. Ne? Ich bin auch so relaxed und entspannt. Okay. Ich sagte nicht nett, manchmal. Relaxed und entspannt. Wartet auf das, eine Frage bestellen, nichts mit einer Pizza beim Inder. Der Puls. Wir haben noch nie eine Pizza bei Ina bestellt. Noch nie. So viel wie zu, kommt ihr darauf? So viel zu dem. Er ist immer entspannt und relaxed. Genau, das heißt Indica oder. Indische Pizza. Also es gibt immer Indica-Gras und einmal Amnesia-Gras. Ja. Amnesia-Gras ist halt mehr psychoaktiv. Kurz noch zu dem Alkohol. Ja, und diese Unterschiede kannst du nur dann feststellen, wenn du so, wenn das legal wäre. Ja, ja, wenn das. Damit du das selber regulieren kannst. Ne? Es gibt ja Leute, wie gesagt, bei Alkohol, die halt aggressiv werden, nett, lieb und einpennen. Ich bin einer, der wird echt nett. Ich unterhalte mich gerne mit Leuten. Ich bin wirklich nett. Aber Weihnachtsfeiern immer, kam mir einer zu mir an, ich habe mit ihr geredet, ich wusste natürlich nicht mehr, sagte zu anderen, was ist denn mit dem los? Ach, oh, das ist mal wieder betrunken ist, der ist immer nett. Deswegen habe ich die Brille einmal abgefüllt, wo ich mal hier war. Ja. Und da war ich auch wieder nett und ich kann es ja nicht regulieren. Also, dann muss ich nichts anderes. Du bist ja gar nicht so ein Arschloch wie Matthäus. Ja, doch. Ja. Ich war nur besoffen. Ist das Schlimme dabei? Ja, aber hier so, also ganz hartes Zeug würde ich nicht nehmen. Cool. Nichts Synthetisches. Nein. Nee. Kann man sagen, jetzt zum Abschlusswort: Kinder, lasst die Hände vom Alkohol. Ja. Auch von Drogen. Von allen. Und die beste Zigarette ist immer die, die man nicht raucht. Ja, die ein anderer nämlich raucht. Also bleib cool, sag nein zu Alkohol. Ja. So, genau. Schlusswort: Fight for the right. Fight for the truth. And the truth ist nicht im Alkohol. Tschüss. Genau. Gut, der war gut.